Kommen wir zurück zur Dollarnote. Die Pyramide mit ersehendem Auge besteht aus 13 Stufen, was die tatsächlich 13 Tierkreiszeichen widerspiegelt. Denn neben den 12 bekannten Tierkreiszeichen gibt es noch Ophiuchus, den Schlangenträger, der zwischen Skorpion und Schütze in der Ekliptik liegt. Er gilt in okkulten Kreisen als besonders wichtig. Vielleicht haben Sie schon mal von der jüdischen Legende eines verlorenen 13. Stammes gehört. Die 12 Stämme sind die 12 allgemein bekannten Sternzeichen, und der Schlangenträger ist der 13. An dieser Stelle kann auch noch kurz die Bedeutung der Schlange in okkulten Kreisen erklärt werden. Das Sternbild Serpens zeigt in Richtung des Sternbildes Herkules, auch Achilles genannt, und die Schlange scheint ihn in die Ferse zu beißen. Hier ist die Schlange ein Symbol für Hinterlist und Täuschung. Aber eine weitere Schlange am Himmel ist Draco, der Drache, welcher sich um den Polarstern schlängelt. Er ist das oberste Sternbild des Nordens und repräsentiert daher Weisheit. Er ist übrigens auch die Schlange in der Geschichte von Adam und Eva. Die Schlange kann also für Gutes und Böses stehen und ist somit ein brauchbares Symbol für die astrologischen Verschwörer. Und wieder zurück zur Dollarnote. Die 13 taucht noch mehrmals auf dem Schein auf. Zum Beispiel im großen Siegel der USA. Der Adler hält 13 Pfeile und einen Zweig mit 13 Beeren und 13 Blättern in den Fängen. Die offizielle Begründung für die Prominenz der Zahl 13 ist, dass die USA bei ihrer Gründung aus 13 Staaten bestanden. Das ist richtig, aber der Grund dafür, dass es ausgerechnet 13 Staaten waren, liegt in der wahren Anzahl der Tierkreiszeichen. Der Adler des großen Siegels stimmt in seiner symbolischen Bedeutung übrigens überein mit dem Adler der Nazis und dem der heutigen Bundesrepublik. Die amerikanische Version hat 32 Federn auf der linken Seite und 33 auf der rechten. Diese repräsentieren die 32 normalen Grade der Freimaurer und den 33. Ehrengrad. Bevor wir die okkulte Dollarnote hinter uns lassen, sehen wir uns noch schnell den lateinischen Spruch an, der die Pyramide einrahmt. Anuit coeptis, novus ordo seclorum. Das bedeutet so viel wie, es ist gesegnet, das Werk der neuen Ordnung der Zeitalter. Diese neue Ordnung der Zeitalter wird verwirklicht, wenn die Sonne um etwa 2150 zum Frühlingsbeginn im Sternzeichen Wassermann aufgeht. Nebenbei bemerkt, die Übergänge zwischen den Sternzeichen sind natürlich fließend und so ist es nicht auszuschließen, dass die Verschwörer bereits das Jahr 2012 als Beginn des neuen Zeitalters ins Auge gefasst haben. Aber dazu mehr im dritten Teil. Ein weiteres wichtiges Symbol der Freimaurer ist die Säule. Wir sehen hier die zwei Säulen der Erde, die bei den Freimaurern Jachin und Boas heißen. Sie repräsentieren Gut und Böse. Oftmals kommt eine dritte Säule hinzu. Dann handelt es sich um eine Darstellung von Sonne, Mond und Venus bzw. Sirius. Beachten Sie, dass diese Säulen auf einem schwarz-weißen Boden stehen. Dies ist der typische Schachbrettboden, der in allen freimaurerischen Logen zu finden ist. Auch er repräsentiert die wahnhafte Vorstellung der Astrologen, dass ihr Architekten Gott Gutes und Böses wollen. Zu Venus und Sirius. Beide nehmen zentrale Stellungen innerhalb des astrologischen Warnsystems ein. Hier ist die Erklärung. Sirius befindet sich in einer Linie mit den drei Sternen des Orion. Diese werden in den Kulten als Phallus des Osiris angesehen. Der Stern Sirius ist der Kopf des Phallus, die Eichel. Daher auch die Benutzung der Eichel und der Eichenblätter in okkulten Kreisen. Sirius repräsentiert die männliche Zeugungskraft bei der Geburt der Sonne. Die Venus, die direkt vor der Sonne als Morgenstern aufgeht, repräsentiert die weibliche Seite. Daher bilden Sirius und Venus ein Paar, welches die Geburt der Sonne anzeigt. Sirius und Venus besitzen viele symbolische Repräsentationen. Neben den Eicheln steht der funkelnde Stern der Freimaurer für Sirius. Manchmal wird auch das allsehende Auge für Sirius benutzt. Der Obelisk, der ein Symbol für den Phallus des Sonnenvaters Osiris Orion ist, trägt an der Spitze ein Pyramidion, welches ebenfalls den Stern Sirius symbolisiert. Pyramiden, Obeliske und Säulen dienen somit allesamt als Symbole für Sirius und Osiris Orion. Zur Venus. Sie ist der Morgenstern, der den Sonnenaufgang ankündigt.
Daher ihr okkulter Name, Luzifer, was Lichtbringer bedeutet. Der Name Luzifer ist negativ besetzt, da die Venus gleichzeitig auch der Abendstern ist, der den Sonnenuntergang ankündigt. Ihr Name ist dann Satan. Das meistbenutzte Symbol für die Venus ist der fünfstrahlige Stern, das Pentagramm. Da die Venus der Sonne näher ist als die Erde, umkreist sie die Sonne schneller. Während die Erde 8 Umdrehungen macht, also 8 Jahre vergehen, schafft die Venus 13. Dabei befinden sich Erde, Venus und Sonne fünfmal in einer Linie. Dies ist der Ursprung des Pentagramms als Venus-Symbol. Aufgrund der Verbindung von Venus und Sirius wurde das Pentagramm auch zu einem Symbol für Sirius, den hellsten Stern am Himmel. Das Pentagramm ist das wohl meistbenutzte Symbol der Verschwörer. Ein Beispiel ist die Verwendung in den Flaggen der Welt. Wir erkennen, wer diese Nationen errichtet hat und wer sie kontrolliert. Wir sehen hier auch ein weiteres Grunddesign der Flaggen, die drei Streifen oder drei Farben, die den drei Säulen der Freimaurer entsprechen. Die amerikanische Flagge besitzt 7 rote und 6 weiße Streifen, also insgesamt 13. Vielleicht ist Ihnen auch aufgefallen, dass die Farben weiß, rot und blau besonders häufig verwendet werden. Das hat mit den Farben der Freimaurer zu tun. Die unteren drei Ränge, über die meisten Mitglieder nie hinauskommen, werden als blaue Ränge bezeichnet. Alle darüber liegenden sind als rote Ränge bekannt. Letztlich gehen diese Farben auf die halluzinogenen Pilze der Familien Amanita und Psilocybin zurück, aber das ist ein Thema, das hier nun wirklich nicht erörtert werden kann. Diese Flaggen gehören zu Ländern, die Konflikte mit den USA auszutragen hatten. Das Ganze ist nur großes Theater. Krieg als Tarnung für Menschenopfer.